Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Heute reden wir mal über das Thema Nintendo 64 Classic Mini. Die Classic Mini-Reihe von Nintendo mit dem NES Mini und dem mittlerweile SNES Mini erfreut sich ja ziemlich großer Beliebtheit. Die Dinger sind teilweise jetzt schon seit Monaten ausverkauft, werden zu horrenden Preisen wiederverkauft von Resellern. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mal damit, ob das weitergehen wird und ob ein Nintendo 64 Classic Mini kommen wird. Viel Spaß dabei! Ich denke, man kann es relativ leicht vorweg sagen, das Nintendo 64 Mini wird kommen. Denn ganz ehrlich, die beiden bisherigen Konsolen waren da einfach zu erfolgreich, als dass Nintendo sich das nehmen lassen würde. Es wurde auch in den letzten Tagen so mehr oder weniger geleakt, dass Pläne für einen Game Boy Classic Mini scheinbar existieren, dass das auch kommen wird. Und ja, man kann sagen, das Ganze wird jetzt so ein bisschen ausgeschlachtet. Allerdings gibt der Erfolg Nintendo ja recht, denn die Dinger werden gekauft wie sonst was. Und irgendwo kann ich es auch verstehen, denn Nostalgie zieht eben. Ob das in der Form sein muss, ist die andere Frage, aber ja. Wir können auf jeden Fall sagen, das Nintendo 64 Classic Mini wird kommen, höchstwahrscheinlich dann nächstes Jahr, so ungefähr um die Zeit. Und ja, das ist, denke ich, auch noch die Konsole, wo das relativ einfach geht, denn Nintendo 64-Spiele haben keinen großen Speicherplatz. Die brauchen nicht sonderlich viel Hardware. Deswegen wird es da auch wieder relativ einfach sein, so 20, 25 Spiele auf eine kleine Konsole zu packen und die dann wieder für 150 Euro zu verkaufen. Aber jetzt, darüber, wo ich eigentlich reden möchte. Welche Spiele werden denn wohl auf dem Nintendo 64 Classic Mini dann zu finden sein? Gleich vorweg, es folgt gleich noch eine Top 10 mit meinen Wunschspielen oder die Spiele, die ich gerne drauf sehen würde. Bevor das losgeht, handeln wir aber hier mal kurz ein paar Spiele ab, die meiner Meinung nach auch dafür kommen werden, die so ein bisschen Pflichtprogramm sind, würde ich sagen. Denn ansonsten hätte ich hier eine relativ offensichtliche Top 10 und könnte auch einfach meine Top 10 Nintendo 64 Spiele aufzählen. Aber da gibt es ein paar, die sich auch von vornherein ergeben. Da wäre mal das offensichtlichste, Super Mario 64, das wird da drauf sein. Das müssen wir nicht lange drüber reden, das war das erste Nintendo 64 Spiel, ist auch einer der größten Klassiker, das wird da drauf sein. Gleiches gilt für Zelda Ocarina of Time und meiner Meinung nach auch für Zelda Majora's Mask. Hier ist nur so ein bisschen die Frage, wie handhabt man das, denn beide Spiele wurden vor nicht allzu langer Zeit mit aufgebohrten Versionen für den 3DS geremaked. Und da hatte man dann meiner Meinung nach die besseren Versionen, als jetzt zum Beispiel im Vergleich die original Nintendo 64 Version, aber in irgendeiner Version werden die auf jeden Fall da drauf sein, da müssen wir nicht drüber reden, das wird so sein. Weiterer Klassiker, natürlich Mario Kart 64, ebenfalls, das wird da drauf sein, keine Frage. Dann, es wird auf jeden Fall auch ein Mario Party drauf sein, da bin ich auch sicher, ich persönlich hoffe ja, dass sie Mario Party 2 nehmen, denn Mario Party 1 werden sie alleine wegen dieser Geschichte mit den ganzen Spielen, wo man den Analogstick möglichst schnell drehen musste. Deswegen werden sie das schon nicht machen, denn da ist meiner Meinung nach das Potenzial viel zu groß, dass man wieder Controller und Handflächen zerstört. Und ganz nebenbei ist Mario Party 2 auch das deutlich bessere Spiel. Deswegen Mario Party 2 wird da wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich schon drauf sein. Weiterhin F-Zero X. Kein unbedingter Pflichttitel, also der jetzt hundertprozentig drauf ist, aber ich denke eigentlich schon, dass es mit drauf sein wird. Gleiches gilt für Super Smash Bros., das meiner Meinung nach nur so ein bisschen das Problem haben wird, wenn man heute Melee, Brawl oder jetzt auch die 3DS und Wii U Ableger gespielt hat, wird das Original Smash Bros., denke ich, ein bisschen eine Ernüchterung darstellen, denn da hat sich gameplay-technisch in den letzten Jahren doch einiges getan, aber nichtsdestotrotz ist es ein Riesenklassiker und wird da, denke ich, auch seinen verdienten Platz drauf finden. Gleiches gilt für Mario Tennis, auch das hat man mittlerweile besser gesehen, aber gerade Mario Tennis auf dem N64
lässt sich auch heute noch sehr, sehr gut spielen und das wird dann, denke ich, auch kommen. Und natürlich Paper Mario. Auch hier der N64-Teil ist nicht die bekannteste Version davon. Das ging eigentlich der Hype, ging da meiner Meinung nach mit dem GameCube-Ableger los. Aber auch Paper Mario für das N64 wird seinen Platz darauf finden, da bin ich relativ sicher. Gerade da man jetzt nicht die Fülle an Rollenspielen auf dem N64 hat. Dann gibt es allerdings noch so ein paar Spiele, da ist das Ganze ein bisschen fraglich. Leider ein bisschen fraglich, muss ich sagen. Zum einen, es gibt den wohl besten Shooter auf dem N64, der aber leider bis heute indiziert ist, nämlich James Bond GoldenEye. Und ja, den wird man, denke ich, eben, da das Ding indiziert ist, nicht mit draufpacken können. Sehr schade, aber irgendwo schon verständlich. Und dann auch ein Spiel, das lange indiziert war, nämlich Conker's Bad Fur Day. Wohl auch eines der größten Klassiker, einer der größten Klassiker, Entschuldigung. Dem N64, hier hat man aber ein Problem. Denn die Rechte dafür liegen bei Rare, hat man auch gesehen. Conker's Bad Fur Day ist Teil der Rare Replay Collection auf Microsofts Xbox One. Und deswegen wird das vermutlich nicht kommen. Was ich aber sehr, sehr schade finde, gerade denn Conker's Bad Fur Day ist ja in der Originalversion für das Nintendo 64 heutzutage mehr oder weniger unbezahlbar und da wäre das eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit gewesen, aber naja. Man kann es zumindest auf der Xbox nachholen, auch wenn es eigentlich so ein bisschen aufs N64 gehört hätte. Was ich jetzt gerade erst noch vergessen hatte, was aber auch mit drauf gehört, ist Lylat Wars. Gleiches Konzept wie bei den Zelda-Teilen. Gibt es schon Remakes für den 3DS? Gibt es schon Remakes? Ich spinne heute auch. Es gibt ein Remake für den 3DS. Aber trotzdem, das ist ein so großer Klassiker, dass es, denke ich, mit da drauf gehört. So, ich würde sagen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe, wenn doch, blende ich es ein. Damit habe ich so die offensichtlichen Titel, die meiner Meinung nach eigentlich schon drauf kommen und auch drauf gehören, abgehandelt. Kommen wir mal zu den Spielen, die ich davon abgesehen noch gerne auf dem Nintendo 64 Classic Mini sehen würde. Keine Ahnung, ob die alle so unbedingt realistisch sind, aber dafür ist es meine Top-Liste. Ich hoffe, das meiste davon wird eintreffen, denn das hätte ich eigentlich schon sehr gerne. Aber die Zeit wird es zeigen, wir werden es sehen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Top 10. Wir steigen ein mit Pilot Wings 64. Und ja, das hier kam damals zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich nur wirklich Flugsimulatoren oder halt eben wirklich arcadige Flugshooter gab. Das hier war so ein schönes Mittelding, was eben genauso wie Pilot Wings auf dem Super Nintendo damals einfach mal in eine ganz andere Richtung ging und dadurch eben sehr viel Spaß macht und auch relativ herausfordernd war. Und eben mit der neuen 3D-Technologie des Nintendo 64 war das hier damals auch ziemlich beeindruckend, aber konnte eben spielerisch auch einiges und deswegen würde ich das hier sehr gerne auf dem eventuellen Nintendo 64 Mini sehen. Bomberman ist eines dieser Spiele, das meiner Meinung nach in 2D deutlich besser funktioniert als in 3D. Dennoch kann man, finde ich, nicht bestreiten, dass man damals mit Bomberman Hero ein wirklich gutes Spiel abgeliefert hat und das Konzept von Bomberman dabei auch wirklich funktionierend in die dritte Dimension übertragen hat. Es hat auch hier einfach noch Spaß gemacht, Sachen in die Luft zu jagen. Und man hat hier auch wirklich eine ganz nette Story, vor allem mit einigen tollen Bossgegnern, die relativ fordernd waren, aber auch einfach Spaß gemacht haben und generell hat mir bei diesem Spiel auch der Humor sehr gut gefallen. Das sieht man hier in diesem kurzen Video auch gerade sehr, sehr gut. Und ja, Bomberman Hero hat damals Bomberman 64 sinnvoll fortgesetzt, sinnvoll verbessert und ist eines so dieser Spiele, das auf dem Nintendo 64 zwar seinen Kult-Following hat, aber nicht so mega bekannt ist. Deswegen wäre ein Revival hier ganz schön. Thank you.
8 geht an 1080 Snowboarding. Und das Spiel hatte damals, als es erschienen ist, so ein bisschen einen schweren Stand. Da es vom Umfang her so ein bisschen begrenzt war. Es hatte nicht viele Fahrer und auch nicht so viele Strecken. Weshalb das Spiel damals ein bisschen kritisch beäugt wurde, auch von mir. Das ändert aber nichts daran, dass es hier ein wirklich gutes Trendsportspiel war. Und gerade für damalige Verhältnisse auch wirklich sehr, sehr schönes Snowboarding gezeigt hat und da auch seinen PS1-Kollegen damals meiner Meinung nach deutlich überlegen war. Und gerade heute, wo es wirklich nicht mehr so viele Snowboard-Spiele gibt, da ist mit SSX die letzte Reihe jetzt ja so ein bisschen tot, da würde ich das hier eigentlich sehr gern nochmal spielen und dann auch gerne eben auf dem Nintendo 64 Mini, also Nintendo 1080 gehört auf jeden Fall mit dazu, finde ich. Gleich nochmal Trendsport, diesmal mit Wave Race 64 und ja, das hier war ja eines der allerersten Spiele für das Nintendo 64 und gerade damals mit den Wassereffekten und generell eben mit dem 3D-Effekt, dass man sich frei mit seinem Jetski bewegen konnte, also frei in Anführungszeichen, das war damals einfach unglaublich beeindruckend und, das darf man aber auch nicht vergessen, es war dabei aber eben auch ein wirklich gutes Rennspiel. Klar, hat man mittlerweile besser gesehen, aber für die damalige Zeit war das hier wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und eben auch so ein Stück weit Zeitgeschichte, da es ganz am Anfang eben rauskam und eines der ersten Spiele war, das eben auch so ein bisschen gezeigt hat, wozu das Nintendo 64 damals technisch in der Lage war. Und deswegen einfach auch ein Spiel, das ich heute gerne nochmal sehen würde. Platz 6, Jet Force Gemini. Und hier sind wir jetzt so ein bisschen bei einem etwas unbekannteren Klassiker für das N64. Ich kenne hier niemanden, der dieses Spiel gezockt hat und es nicht grandios fand. Allerdings kenne ich eben auch nicht so viele Leute, die es gezockt haben. Es ist ein wirklich tolles Actionspiel. Da geht richtig was ab, es macht richtig Spaß. Es hat auch einen richtig coolen Look. Mit den Insekten, den Ameisen als Gegnern. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und einfach auch der Stil, wie die Hauptcharaktere gezeichnet sind. Das macht sehr, sehr viel her. Kann aber eben auch gameplay-technisch überzeugen. Es ist relativ abgefahren. Es geht, wie schon gesagt, richtig gut was ab. Und, sollte man ja auch mal erwähnen, das Spiel ist relativ schwer. Das war damals richtig herausfordernd. Ich habe das als Kind auch nicht komplett durchbekommen. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eben, gerade weil ich es damals nicht durchgespielt habe, würde ich es jetzt gerne auf dem eventuellen Nintendo 64 Mini nachholen. Platz 5 geht an Holy Magic Century. Über dieses Spiel habe ich in meiner Top 10 Nintendo 64 Spiele ja auch schon mal geredet. Das hier ist, eben neben dem vorhin genannten Paper Mario, wirklich das einzige Rollenspiel, das es auf dem Nintendo 64 überhaupt gibt. Damit muss man eben sagen, große Konkurrenz hat es nicht, aber es wäre unfair, es darauf zu reduzieren, denn es ist meiner Meinung nach ein wirklich sehr gutes Rollenspiel. Klar, mit den Elementen, die man einsetzen kann, ist das Ganze relativ simpel gehalten, aber man hat ein wirklich schönes, forderndes Spiel daraus gestrickt. Das auch eine für die damalige Zeit ganz nette Story hatte, auch wenn es dann kein Final Fantasy oder so rankommt. Aber es ist insgesamt einfach ein sehr, sehr rundes Rollenspiel und eben gerade dadurch, dass es eigentlich eines der einzigen Spiele dieser Art auf dem N64 ist, müsste es auf dem N64 Mini meiner Meinung nach fast drauf sein, eben alleine, um so ein bisschen die Bandbreite abzudecken und zu zeigen, welche Arten von Spielen es da überhaupt alles so gab.
Auf Platz 4 haben wir das Spiel, das höchstwahrscheinlich Mario Kart 64 zum Opfer fallen wird und dem Spiel Platz machen muss. Aber auf meinem Platz 4 haben wir Diddy Kong Racing. Und ja, insgesamt würde ich auch hier sagen, ich persönlich würde Mario Kart 64 auch vorziehen. Aber das tut der Qualität von Diddy Kong Racing eben keinen Abbruch. Das hier war damals ein richtig, richtig guter Funracer, der vor allem sich dadurch absetzen konnte, dass es neben den Karts eben auch die Luftkissenboote und die Flugzeuge vor allem gab. Mit denen hat es einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und man muss einfach dazu sagen, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Mario Kart, dieses Spiel hat einen Story-Modus. Klar, die Story war nicht der Rede wert, aber man hat sich da zumindest Mühe gegeben, was aus dem Boden zu stampfen. Und dieser Story-Modus war auch richtig, richtig fordernd, denn speziell die Bosse und später die Silvercoin in Rennen, die waren richtig, richtig schwer. Und würden auch heute nochmal eine schöne Herausforderung darstellen, deswegen sollte doch noch Platz auf einer eventuellen Classic-Mini-Konsole sein. Dann kann man das hier doch gerne draufpacken. Jetzt wird es dann allmählich schwierig. Sowohl Banjo-Kazooie als eben auch Banjo-Tooie gehören mit zu den besten Jump'n'Runs, die es auf dem Nintendo 64 gibt. Und damit hätten sie eigentlich einen fixen Platz auf einer Classic-Mini-Konsole verdient, aber Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie waren auch schon auf der Xbox One auf der Rare Replay Collection mit drauf. Und ich glaube, hier liegt auch das Problem, und das werden wir gleich auch nochmal sehen, denn die Rechte für diese Reihe liegen, glaube ich, bei Rare. Das heißt, ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Und deswegen wäre es hier vermutlich ein Problem, das Ganze auf eine Classic-Mini-Konsole zu packen. Und deswegen wird es dieses Spiel wohl auch nicht geben. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, denn meine Güte, die Banjo-Spiele sind mit das Beste, was auf dem Nintendo 64 zu finden ist. Aber gut, was will man machen? Immerhin, wenn man eine Xbox One hat, kann man das Ganze über die Rare Replay Collection ja trotzdem nachholen. Und jeder, der diese Spiele noch nicht gezockt hat, sollte das meiner Meinung nach auch dringend, dringend tun. Platz 2 und wieder das gleiche Problem wie bei Banjo-Tooie. Denn die Rechte an Perfect Dark liegen nun mal auch bei Rare und das ist einfach sehr, sehr schade, denn damit fallen wohl die beiden besten Shooter, die es für das N64 gab, weg. Denn GoldenEye wird man aufgrund von Indexgeschichten wohl nicht nehmen dürfen und Perfect Dark wiederum aufgrund von Lizenzrechten. Und damit fallen dann die beiden Spiele, die meiner Meinung nach Shooter auf Konsolen damals ein bisschen salonfähig gemacht haben, weg. Das hier, das war damals einfach nur grandios. Das hat gezeigt, wie gut auch mit den damaligen Limitierungen ein Shooter auf Konsole funktionieren kann. Und gerade im Multiplayer war das hier wirklich der absolute Brenner. Ist heute natürlich ein bisschen schlecht gealtert, gerade steuerungstechnisch. Das sieht man sowohl bei GoldenEye als auch bei Perfect Dark. Aber nichtsdestotrotz, grandioses Spiel, grandioses Stück Zeitgeschichte. Leider eben aus Lizenzgründen. Eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Tja, was soll ich sagen? Mein Platz 1, das Spiel, das ich unbedingt auf dem Nintendo 64 Classic Mini sehen würde, Pokémon Snap. Sei ja noch kurz erwähnt, Pokémon Stadium hätte ich auch sehr, sehr gerne mit drauf, aber Moment, und meiner Wahrnehmung kommt es an Pokémon Snap einfach nicht ran. Die ganze Idee mit dieser Fotosafari, das ist eigentlich so simpel und irgendwie auch so abwegig, aber das hat so grandios funktioniert. Pokémon Snap war so ein cooles Spiel. Es hat mich unzählige Stunden damals an mein N64 gefesselt, um immer wieder noch ein bisschen mehr rauszuholen, noch ein bisschen bessere Aufnahmen der seltenen Pokémon hinzukriegen. Und dieses Spiel, das leider bis heute nie wirklich ein Remake oder eine Nachfolge gefunden hat, sollte dann hier doch bitte mal wieder einer etwas breiteren Masse zugänglich gemacht werden, denn
Pokémon Snap können meiner Meinung nach nicht genug Leute gespielt haben. Ich hoffe auch noch so ein bisschen drauf, dass das Ganze irgendwann mal noch eine Fortsetzung findet, gerade aktuell. Beschaffenheiten der Switch würden sich da eigentlich doch sehr, sehr anbieten. Aber ja, mal sehen. Bis jetzt hoffe ich eben darauf, dass es das Ganze dann auf dem N64 Classic Mini geben würde. So, und das war sie dann. Meine Top 10 meiner Wunschspiele für ein eventuelles Nintendo 64 Classic Mini. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Spiele würdet ihr gerne auf dem Nintendo 64 Classic Mini sehen? Glaubt ihr, dass es ein N64 Classic Mini geben wird? Und hättet ihr gerne eins? Und ja, ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss!